Die Frauen treffen sich wieder am virtuellen Brunnen. Es ist heiß und es wäre schön, wenn der Brunnen Wasser hätte. Aber so online ist es ja irgendwie schwierig. Mein Wasser ist hier. Ich hoffe, ihr habt euch auch mit Wasser ausgestattet. Und da wollen wir mal sehen, was wir heute am Brunnen so zu besprechen haben. Check-in. Ich kann ja heute mal anfangen, weil ich sonst immer am Schluss bin. Ja, es ist nach wie vor warm, aber es ist nachts nicht mehr so schrecklich heiß und dann mache ich alles auf und da zieht es durch und insofern ist es jetzt erträglich. Vorher musste ich immer mit Ventilator arbeiten und so, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber warm ist es schon noch. Und ich bin trotzdem dabei, jetzt so langsam für den Herbst vorzubereiten. Gemüse habe ich heute Pflänzchen gekauft und weil hier hat man ja Wintergemüse und werde ich in den nächsten Tagen machen und hoffen, dass es regnet. 10 Kilometer weiter hat es geregnet, wie blöd, gestern oder vorgestern. Und hier gar nicht. Und insofern, also gar nicht, stimmt auch nicht, aber so ein paar Tropfen halt, was nichts bringt. Ne? Ich habe Löcher gemacht in die Erde und da war so viel Feuchtigkeit. So. Und ich musste richtig in die Tiefe und es war schwierig. So, damit beschäftige ich mich im Wesentlichen. Ansonsten sind schöne Begegnungen, eine nette junge Frau hier und online schöne Begegnungen, unter anderem auch mit euch. Und ich gebe weiter an die Monja. Ja, es ist auch in Wien heiß und wird noch die ganze Woche heiß bleiben. Und in der Wohnung geht's, aber wenn ich raus muss, was ich ja doch auch will, ist es also so schwül heiß jetzt, sehr unangenehm. Und das macht mich schon relativ ruhiger, sagen wir so. Aber ich habe ein paar sehr interessante Bücher zu lesen. Eines davon heißt von Matt Haig, The Life Impossible, von einer 72-Jährigen, die nach Ibiza fliegt, weil sie dort ein Haus von einer ehemaligen Freundin bekommt. Und es ist nicht schlecht geschrieben und ich sitze immer die Kleine und entspanne mich und es ist dann sehr angenehm. Oder ich spiele mit meinem Mann Karten und mache irgendwas Unkompliziertes zum Essen. Aber langsam, also nächste Woche beginnt ja die Schule und es wird schon Corona vorhergesagt, also dass das alles ziemlich, ja, meine Tochter ist ja Lehrerin, also da sind wir wieder mit dem konfrontiert. Aber so geht es halt immer weiter. Ich gebe weiter an die Ramona. Ja, hier ist heiß und trocken. Ich komme mit dem Gießen nicht hinterher. Und aber hier gibt es ja noch andere Leute, die was machen. Und nun bin ich morgen in aller Herrgottsfrühe verabredet von 6 bis 9 da gemeinsam tätig zu sein, zu gießen und ein paar Sachen auszusehen für nächstes Jahr schon mal. Es gibt ja auch zweijährige Pflanzen. Das beschäftigt mich. Und ich wurde schon, hab Dankeschön bekommen. Vorgestern habe ich einen Kaffee angeboten, nee, gestern habe ich einen Kaffee angeboten bekommen, weil ich ein bisschen, ich habe ihn nochmal umgedreht und war zu spät. Und dann habe ich Blumen geschenkt bekommen als Dankeschön fürs Gießen, weil eine ältere Dame nicht selber die Kraft hat, um das zu gießen. Und dafür hat sie mir aber dann einen Strauß Blumen mitgebracht vom Supermarkt. Und ja, also ich mache das ja jetzt schon sozusagen das dritte Jahr und also irgendwie so langsam ist da eine Resonanz, eine Bewegung. Also noch nicht sozusagen, dass die anderen richtig was tun. Das ist, also der Schritt fehlt noch. Aber es wird gesehen. Ich krieg ein bisschen Wertschätzung. Nicht, dass ich für die Wertschätzung mache, für den Kaffee, den ich nicht trinke. Aber ich merke, dass das halt was bei den Leuten passiert. Ja, da hat Das jetzt die eine gesagt. du solltest dazu sagen, was du gehst, ne? Weil ich ja auch, aber bei mir ist keiner, der vorbeikommt und es wertschätzt und mir einen Kaffee anbietet. Ich gieße die 8 Straßenbäume hier im öffentlichen Land. Genau. Also, und das ist ja dann schon eine ganze Menge. Also, meine Badewanne reicht nicht für alle Bäume. Ich muss dann noch irgendwie was zutun, damit ich jedem Bäumchen so einen 10-Liter-Eimer rechts und links immer runterrennen kann. Genau. Also.
Und da sehen mich dann Leute. Und der von der BSR, der ist auch ganz glücklich. Den habe ich jetzt getroffen schon ein paar Mal. Und der hat gesagt, ja, schmeißen Sie das Unkraut ruhig daneben. Ich nehme das dann schon mit. Also, der hat mir auch ein schönes Wochenende gewünscht und so. Also, das ist, ja, der freut sich auch, dass es nicht einfach nur dreckig gemacht wird, dass sich da einer kümmert. Also, das hat mich jetzt die Woche gefreut. Das war alles in dieser Woche. Und ja, in diesem Sinne. Dann ab nach Ungarn. Ja, hier ist es natürlich auch heiß und ich laboriere immer noch so ein bisschen an meiner Sommergrippe. Also es ist irgendwie so Heiserkeit und kratziger Hals und so. Aber ich habe entschieden, ich bin jetzt mal guter Dinge und werde also nächste Woche am Montag, ja, kommenden Montag praktisch nach Berlin reisen. Hat genug Kräuter und Honig da, Annalisa. Ja, ist gut. Also von daher kriege ich von der Welt außenrum momentan nicht allzu viel mit. Ich habe erst einen Ausflug gemacht, vor meine Gartentür sozusagen. Von daher darf ich da schon noch ein bisschen an Konditionen zulegen, dass das gut läuft mit der Reise. Genau. Und dann gebe ich weiter an dich, Erika. Ja, danke. Ich grüße euch aus Niederbayern. Freue mich auch, euch alle zu sehen. Ich war jetzt schon länger nicht mehr beim Brunnen dabei. Und ja, also mir geht es soweit gut und ich genieße total auch das Wetter im Moment. Es ist zwar sehr warm, aber ich bin trotzdem mit dem Fahrrad unterwegs und oft beim Baden. So ein kleiner Weiher, nichts Besonderes. Aber für mich schon besonders, weil ich in dem und auch im letzten Jahr eigentlich das Wasser entdeckt habe, in dem ich dann einfach, und das ist relativ kalt und das gefällt mir, da habe ich irgendwie das Gefühl, das weckt irgendwas in mir auf. Wasser war noch nie so großes Thema, aber das ist jetzt für mich so ein bisschen neu zu erforschen und dann mag ich diesen Übergang, also den merkt man ja jetzt nur ganz sanft, also diesen Übergang vom Sommer dann in Herbst, wenn es dann mal September wird, den liebe ich. Ich habe im Oktober Geburtstag und mag auch den Herbst, einfach den frühen Herbst und auch den späten sehr gern. Und ich habe jetzt auch die Zeit, das zu beobachten und das macht mir ganz viel Spaß. Und Monia, ich lese auch viel und es ist auch total schön. Und was mir jetzt auch gut gefallen hat, Ramona, erstens mal deine Aktion mit dem Gießen und dann die Resonanz drauf, weil ich denke, das ist es eigentlich. Also sich so diese Haltung über seinen Tellerrand raus und einfach das tun und dann zu bemerken, das tut auch was mit den anderen. Das ist, also ich freue ich mich richtig. Kaffee, Blumen, eine tolle Geste oder jemand nimmt das Unkraut dann mit oder grüßt nur. Ja, sehr, ist ja, also für mich, ich würde dann sagen, das ist erhebend eigentlich, gell? Genau. Soweit. Und jetzt Birgitta, oder? Birgitta. Oder warst du schon? Ja, du warst noch nicht dran, Birgitta. Birgitta, ne? Ich habe nur so gesprochen, ich war noch nicht dran. Ja, ich habe heute auch einen netten Tag gehabt, einen vielfältigen Vormittag. Was war Vormittag? Ah, ich weiß schon wieder nicht mehr. Ah ja, da habe ich eine Freundin getroffen, da lese ich immer Philosophie mit der. Und dann am Nachmittag da habe ich jetzt zwei neue Hebräisch-Schülerinnen, mit denen war es recht lustig. Die können schon ein bisschen was. Jetzt kann man vernünftig, also lustig reden, aber man muss nicht bei jedem Wort stecken bleiben, sondern nur bei jedem Zehnten. Und dann bin ich abends noch geschwind zur Alm gefahren. Und die Alm habe ich euch von der schon mal, der Almkanal in Salzburg, das war eine alte Wasserversorgung. Salzburg, die Stadt ist ziemlich gut mit Wasser versorgt von der Gegend vom Untersberg, das ist ein hoher Kalkberg im Süden. Und da kommt wunderschönes Wasser raus. Und da haben die früher schon im Mittelalter und zur Zeit von diesen Erzbischöfen haben sie Kanäle gebaut.
Und da gibt es den Almkanal. Und seit einigen Jahren kann man in diesem Almkanal, der immer wieder frisches Wasser daherbringt, so, wenn es nicht allzu schlimm ist, die Unwetter, dann ist es auch wunderschön türkis, kann man da schwimmen, vor allem im August. Im Juli ist meistens noch sehr kühl. Im August ist das Wasser doch schon, heute ist in der Zeitung gestanden, 20 Grad hat das Wasser und das wird ein Problem, weil die mit dem Wasser auch das Festspielhaus kühlen. Und die schaffen das bei 20 Grad nicht mehr so gut. Das habe ich auch nicht gewusst. Aber jedenfalls darf man da drin baden und das wird derzeit, ist das wirklich eine nette Allmende für den Sommer. Ich fahre mit dem Radl gute 10 Minuten hin und kann da in der Stadt schwimmen und da sind die Jugendlichen entlang des Kanals und es ist eine nette Atmosphäre. Also bis jetzt habe ich es immer nur gut beobachtet. Heute waren ein paar schlimme Sachen. Da hat jemand so ganz nett auch im Sinne der Allmende so Einstiegssteine hingelegt, dass da, wo die Leute aus- und eingehen, da ist immer so Gatsch und die haben dann Steine und hat draufgeschrieben auf Italienisch, Genta di Alm, also ganz nett gemacht. Und dann haben halt irgendwelche Buben so einen Stein reingeschmissen und die anderen haben Abfälle reingeschmissen, die habe ich dann wieder rausgenommen und zur Abfallkübel getragen. Also es war aber das erste Mal, dass das war. Bis jetzt war immer alles super, also sehr, sehr menschenfreundlich dort und eine wunderschöne Abkühlung. Und dann habe ich noch dazu eine Freundin dort getroffen. Also es war echt ein angenehmer Tag und jetzt freue ich mich, dass ich da bin. Aber ich weiß noch nichts über ein Thema oder ob ihr schon eins gewählt habt. Haben wir noch nicht wirklich. Ich hatte eins angedacht, aber was ich jetzt so höre, ist eigentlich ein anderes. Was kann ich tun für die Öffentlichkeit? Ja, was du gesagt hast, dass du tust den Müll weg. Ich habe hier eine Mädel da, die ist auch, als wir spazieren gegangen waren, hat sie den ganzen Müll eingesammelt und die Zigarettenkippen und so. Ramona gießt die Bäume. Ich nicht, aber wir können uns ja mal über, also ich meine vielleicht, ja, aber bis ich in die Stadt komme, das ist ja viel zu weit weg. Ob das ein Thema ist, was kann man tun, um die Umwelt, unsere Umwelt, sagen wir mal, die uns betrifft, erstmal zu verbessern und von da aus vielleicht die größere? Oder habt ihr andere Idee? Na, für mich ist es, also A, das ist, dass ich was für mich tue. Mir macht das ja Spaß und bis ich hier irgendwo aus der Stadt bin, wie du auch sagst, also ich müsste aus der Stadt, um irgendwo einen Garten mir zu nehmen und das ist ja viel zu lang, ja. Da ist ja der Fahrtweg länger als das Tun und für mich ist es, dass ich irgendwann begriffen habe, ich muss es vorleben. Ich muss es tun. Also nicht nur für mich, sondern irgendwie ein Stück weit sichtbar, um die Welt sozusagen mit zu verändern. Es gibt dann einen Twist zum Thema Vorbild sein. Das wäre doch Ja. ein gutes Thema. Ja. Also das wäre für mich der eigentliche Hintergrund. Wie ist es für euch anderen, die ihr links von mir sitzt sozusagen? Ja, die Richtung könnte man ja einschlagen. Also, wo betätigt ihr euch vorbildlich? Also ich meine nicht vorbildlich in dem Sinn, sondern wo meint ihr, dass er ein Vorbild sein könnte? Oh, da kommt sie. Dann warten wir mal kurz und lassen sie noch einchecken. Dann hole ich mir schnell noch ein Glas Wasser. Ich habe schon wieder ausgesoffen. Okay, Marie-Rose, bist du da? Wir hören dich nicht. Na gut, bis sie das Thema, das gelöst hat, das Problem, dass wir sie nicht hören, dann fangen wir einfach mal an. Vorbild sein für die Pflege der Umwelt oder des öffentlichen Raumes oder so. Das ist gerade das Thema. Marie-Rose, du bist ganz blöd, man sieht dich auch nicht. Es ist ein ganz schwarzes. Jetzt ist wieder dein Bild da.
Es klappt wieder nicht. Und Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich hätte mir den Wecker stellen sollen. Ich probiere es nochmal, weil das Video Jetzt haben geht. wir dich wenigstens gehört. Das ist ja auch schon was. Ja, das Video startet mal wieder nicht. Ja. Okay, wir fangen einfach an. Oh, da bist du. Super. Gut. Dann tu doch mal kurz einchecken. Wir waren gerade fertig mit dem Einchecken und haben uns als Thema, das hast du ja wahrscheinlich jetzt gerade gehört, angesichts dessen, dass Ramona die Bäume in ihrer Straße gießt und Birgitta in dem Kanal oder was das ist, in dem sie schwimmt, den Unfug daraus holt, den Abfall. Und da in diese Richtung und das jetzt als Vorbild sein kann und Ramona da auch schon Anerkennung bekommen hat, dass sie das macht. Das geht jetzt gerade unser Thema da dahin. Aber du kannst kurz noch einchecken. Ja, schön. Ich freue mich halt dieses Jahr wirklich, weil die Bäume so grün sind, weil es bei uns halt wirklich viel geregnet hat. Und ich war heute mit dem Fahrrad und habe eine alte Freundin aus Krotzingen, Bad Krotzingen, bei, die ist hier auf dem Camping, habe die getroffen, mit der mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren. War sehr schön. Ja. Damit bin ich auch hier. Ich habe viele Freunde. Ich bin dieses Jahr nicht verreist, aber ich habe viele, viele Freunde getroffen, fast jeden Tag. Und bin in meinem Garten viel gewesen und freue mich auch da über das Grün. Das dieses Jahr halt sehr üppig ist, mit dem ich aber deswegen auch dann relativ viel rumschneiden muss an den, damit meine Wege noch passierbar sind. Soweit von mir. Danke. Und Okay. entschuldige nochmal für die Verspätung. Ich habe gerade mein Wasserglas ausgeleert. Jetzt hole ich wieder was und bin gleich da. Du machst es, Ramona, im öffentlichen Raum. Aber ich habe auch gerade vor kurzem wieder mal formuliert, was für mich das Wichtigste hier ist, im Hinblick darauf, dass vielleicht mal jemand dazustößt zu mir. Es ist die Pflege der Natur stellvertretend für das Ganze an einem kleinen Ort, also relativ kleinen Ort, der meine ist. Das ist bei Marie-Rose der Garten, bei mir ist es das Grundstück und so. Das finde ich für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und da heißt es nicht, dass ich jetzt irgendwie große Produktion von irgendwas machen will, sondern einfach irgendwie es erhalten, die Schönheit erhalten. Und es ist natürlich hier jetzt im Sommer ziemlich schwierig, weil es eben nicht geregnet hat und alles vertrocknet ist und so. Aber irgendwie kommt es ja wieder. Soweit zu meiner Situation. Und du möchtest erhalten, so im Sinn, weil wir jetzt dieses Thema haben, im Sinn der Allgemeinheit? Ja. Ja, ich sehe, dass sich kümmern um dieses Grundstück als wirklich stellvertretend, das kann ich halt machen. Und das ist schon ziemlich groß, ja. Aber darüber habe ich eine Art von Verfügungsgewalt, dass ich das hier tun kann. Ich kann nicht die ganze Welt pflegen, ja, aber das Stückchen kann ich pflegen, so wie Ramona ihre Bäume pflegt, nicht? Es ist natürlich im öffentlichen Raum und da wird es von anderen Leuten gesehen. Bei mir ist jetzt keiner. Es sei denn, es läuft alles, wächst alles zu und keiner kommt mehr rein, ja. Aber so weit ist es noch nicht. Na, Hallo. dafür hast du halt die Gewalt und ich, für mich ist das eine Herausforderung, nicht in die Tischkante jeden Tag zu beißen, weil da wieder einer, was weiß ich, sein Feuerzeug, von seinem Riegel, die Packung, sein, was weiß ich, reingeschmissen hat, mir die Blumen abgeknickt haben, ja, die Hunde darin rumrennen. Also das ist schon. Ja, also da nicht sozusagen, also weil ich kann ja nichts machen. Also es ist ja öffentlicher Raum. Also das fand ich also auch eine totale Lernaufgabe für mich. Also da ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, du hast dich dafür entschieden, dir macht das Spaß, egal was, vielleicht nicht ganz egal, aber ich sag mal, im gewissen Rahmen, egal was passiert, du wusstest, es gibt Verluste, dass die Menschen nicht alle achtsam sind und
Das war also, was heißt süß? Ich habe da auch gerade gezupft wieder mal. Ich mache ja, wenn manchmal auf dem Heimweg und wenn ich da lang gehe, um nach Hause zu kommen und ich sehe gerade wieder was, zack, zack, drei, vier Sachen raus, habe ich gerade gemacht und dann kamen irgendwie zwei junge Mädchen mit Hund vorbei und der Hund wollte dann da in diese Stelle und gucken und dann hat sie zu ihrem Hund gesagt, ach, hier darfst du nicht, Hundi. Ja, wo ich so dachte, ach so, also, ja, also, wo ich so. Sie hat es jetzt, glaube ich, nur gemacht, weil sie mich gesehen hat. Wenn ich nächste Mal nicht da bin, schätze ich mal, wird sie den Hund da wieder langlaufen lassen. Weil wo will man das auch machen mit den Hunden? Verstehe ich ja auch irgendwie. Und das fand ich für mich die größte Lernaufgabe dabei. Und eben, dass ich eben, ja, das war ja vorher schon, was ich gesagt habe, dass ich begriffen habe, ich muss es einfach vorleben mit Geduld und machen. Monja, und du, die du die Eichhörnchen fütterst auf dem Balkon, das ist ja auch ein Bereich, wo du dich kümmerst um die Natur, ne? Ja, es ist recht lustig, weil die Tiere umkreisen uns bereits. Also wir fühlen uns bereits umzingelt. Der Eichelhäher sitzt jetzt hier am hinteren Seite am Fenster, die Meisen vorne. Ich habe das Gefühl, sie warten alle aufs Futterhäuschen, aber wir räumen den Balkon noch nicht, weil wir wollen auch, obwohl wir kaum draußen sitzen, weil es so heiß ist draußen. Aber die Tiere merken sich das und die Eichkätzchen laufen über den Balkon bereits. Also, sie merken sich das. Aber sonst, also, wir haben zwar vorm Haus einen neuen Baum gepflanzt bekommen vor 2 Jahren. Aber der wird natürlich, der hat so einen Sack und da wird das Wasser hineingegossen. Und da kommt auch von der städtischen Gärtnerei immer jemand und füllt das auf. Aber wir haben also auch noch ein bisschen dazu gegossen, aber das ist direkt vor unserem Haus und dann haben wir noch die Eiben zurückschneiden lassen, dass der Baum besser wächst und so weiter. Andererseits haben wir hier so viele uralte Bäume, zu denen kann man eigentlich nur sehr wenig noch beitragen. Ja, das ist es soweit von mir. Viktoria, wir reden über Vorbildfunktion für die Umwelt. Oder habe ich das jetzt falsch gesagt? Schon, ne? Ja. Was tun wir, um der Welt, der Umwelt zu nutzen, sagen wir mal, um was Gutes zu tun? Als die Eugen. Ramona gesprochen hat, dabei habe ich an den Josef gedacht, an meinen Mann, der hat sich zur Aufgabe gemacht, die Zigarettenkippen einzusammeln, wenn er irgendwo Zeit hat und es möglich ist. Und er hat auch dieses Gefühl, oje, das liegt schon wieder dort und da. Und jetzt sieht er die natürlich alle, wo die sind, weil wenn man mal da sensibilisiert ist, sieht man die ja. Und ja, Schick ihn wenn. vorbei. Was? Schick ihn mal vorbei. Okay. Ja, vielleicht hat er Lust. Genau. Ja, das ist seine Aufgabe. Und eine Freundin von mir, die hat mit ihrem Partner, der leider schon verstorben ist jetzt, auch auf einem Stückerl öffentlichen Land drei Obstbäume angepflanzt in der Stadt zwischen einer Schule und ihrer Straße. Und es war gar nicht so leicht, das zu machen. Und da irgendwie, sie haben es dann so halb Guerilla gemacht. Sie haben schon irgendwen gefragt, da von der Schule, glaube ich, ob das okay ist und so und solange sie die pflegen. Und es ging dann irgendwie. Aber jedenfalls wachsen da jetzt drei Obstbäume auf öffentlichem Land und man kann sich bedienen, wenn die Obst haben. Die zwei Dinge sind mir eingefallen, so aus der näheren Umgebung. Also ich habe keinen gefragt, ich habe einfach gemacht. Ich habe entschieden, dass das ja immer komisch aussieht. Ich wohne ja hier schon länger und habe dann gedacht, also bevor hier was passiert, habe ich das schon längst gemacht. Was auch noch lustig ist zu diesem Thema, das Wort Vorbild, habe ich gemerkt, das löst bei mir alte Erinnerungen aus.
weil ich bin die älteste der Geschwister und ich wurde immer angehalten, Vorbild zu sein. Und dann hat das Wort Vorbild für mich gar so nicht so einen wirklich guten Klang. Und wenn das irgendwie positiver werden kann, schadet es nicht. Ich habe mit meinem Haus steht auf, in einer alten Straße, wo die Grundstücke alle 150 Meter lang sind und unterschiedlich breit. Und ich habe vorne auch ein Stück, das ursprünglich mal ein Rasen war vor 30 Jahren und wo ich im Laufe der Jahre halt immer wieder geguckt habe, wann mähe ich wirklich, damit da wirklich die Blumen, die Wildblumen, die von alleine kommen, damit die da ihren Weg finden. Und das war jetzt wirklich dieses Jahr, wirklich war das einfach nur wunderschön. Ich habe es jetzt vor 14 Tagen dann zum ersten Mal gemäht mit und ich habe schon den Eindruck auch, dass das wirkt in meiner Straße, ne? Und ich habe jetzt mit drei Nachbarn bei mir hoch. Wir haben hinten auch keine Zäune mehr und wir lassen da hinten neben am hinteren Teil die Wiese mähen wir da nur einmal. Da sind Obstbäume und wir können da hin und her gehen. Und da ist jetzt die letzte Familie, die da hingezogen ist und auch in diesem Geiste ihr noch viel größeres Grundstück als meins. Ich habe 2200 Quadratmeter, die wirklich da auch das jetzt so umsetzen will und die ganz viel Kontakt hat. Die ist viel redseliger als ich jetzt mit den Nachbarn. Bei mir ist es eben nur das, was da steht. Und ich habe da Efeu an der Wand und ja, und eh auch Photovoltaik auf dem Dach und so dadurch. Und die redet mit jedem, ne? Und so dass die Tatsache, dass wir hier ein bisschen was an, ein anderes, eine andere Art haben, mit unseren Grundstücken umzugehen und nicht da alles abzumähen, diese vielen Quadratmeter. Denke ich schon, seit die da ist, wird das noch mehr besprochen. Und gegenüber sind neue Häuser jetzt ein bisschen höher und die haben alle auch jetzt vor dem Haus einen Streifen, wo sie Wildblumen haben. Auch wenn sie sonst noch krass und ziemlich krass ihren Rasen dann ganz schön schick steril da abmähen, aber da fängt an so eine Mischung. Und es ist wirklich, es dauert, ich merke auch bei anderen im Nachbar auch zum Beispiel, da hatte ein Nachbarn eben diese Steinchen, diese schönen Basaltsteine da in seinem Vorgarten ausgebreitet und sofort haben zwei, drei andere das auch nachgemacht, ne? Also ich denke schon, Imitation ist immer noch ein Faktor, der Änderungen, der Wandel bewirkt. Ja. Denn nachher hat dann die Gemeinde das verboten, dass mit den Steinchen da, dass nur Steinchen da im Vorgarten sein dürfen und dann vielleicht ein Gras oder noch eine, irgendein kleiner Baum. Ja. Also das ist im Dorf. Ich wohne wirklich auf dem Dorf, am Rand des Dorfes. Und ja, in einer ursprünglich alten Straße, wo jetzt langsam eben viele Ältere wegsterben und junge Leute dann da hineinkommen und auch Kinder wieder in der Straße sind. Und allein dadurch geschieht auch schon ein Wandel. Aber wie gesagt, diese Nachbarin, die ich da habe, die jetzt so viel mit den Menschen redet, denke ich, dass das habe ich nicht. Das kriege ich nicht hin, so viel mit jedem zu reden und gleich zu argumentieren da draußen irgendwo. Menschen zu überzeugen da draußen ist nicht mein Ding. Ich kann nur mit dem wirken, was ich da mache. Ja. Aber außerdem habe ich einen Naturschwimmweiher und da kommen jetzt auch Nachbarskinder, die dahin schwimmen kommen und dann kommen auch die Eltern, um zu gucken, ne, und sehen dann, wie mein Garten hinten trotzdem wirklich sehr naturgemäß. Da sieht man einfach, dass die Natur sich ausbreiten kann, ne, dass da nicht einfach nur rumgeschnitten wird und so. Ja. Und ich habe im Moment drei unterschiedliche Wiesenkonzepte, also drei unterschiedliche Höhen, die ich je nachdem schneide. Und da sind dann auch tatsächlich haben sich da über die Jahre unterschiedliche
unterschiedliche Wildblumen angesammelt. Und das ist etwas, was ich total spannend finde. Ja. Soweit von mir. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer sozusagen. Ich habe eine Zeit lang, als ich da in München regionales Wirtschaften propagiert habe, mich sehr stark engagiert. Also jetzt nicht so sehr in Sachen Pflege der Natur oder so. Ich habe irgendwie nicht so den grünen Daumen, aber eben im Hinblick auf, wie können wir anders wirtschaften, wie können wir lokaler und regionaler uns aufstellen sozusagen und mehr Verantwortung übernehmen. Und im Moment bin ich so das krasse Gegenteil, also sehr bei mir und wahrscheinlich manchmal auch eine Zumutung für meine Nachbarn, weil mein Grundstück vorm Zaun oft sehr ungepflegt ausschaut. Auf der anderen Seite, also es gibt so zwei Bereiche, wo ich das Gefühl habe, doch, da bin ich vielleicht ein Vorbild. Das eine ist tatsächlich dieses so ein bisschen selbstgenügsam zu leben und eben, also eher dadurch, dass ich entscheide, wie ich leben will, sozusagen, denke mir, wenn das jeder machen würde, wäre das auch, in der Hinsicht bin ich Vorbild sozusagen. Also versuchen, dem Hamsterrad so weit wie möglich zu entkommen und einfach zu schauen, wie möchte ich eigentlich leben. Und das andere ist eher auf einer feinstofflichen oder energetischen Ebene. Da ergibt sich immer wieder mal die Gelegenheit mit, ja, ich sag mal, Verstorbenen oder alten Energiefeldern zu arbeiten und die zu befreien. Also ich suche jetzt nicht aktiv danach, aber ab und zu kommt mir sowas unter und da denke ich mir, das ist auch eine Art Pflege des morphischen Feldes, könnte man vielleicht sagen, ja. Und da bleibe ich normalerweise auch dran, bis ich wirklich das Gefühl habe, jetzt ist ein Frieden eingekehrt. Also und sagt nicht, ah ja, da ist halt eine Problemstelle, gucken wir mal woanders hin, sondern nee, dann schaue ich, also wenn ich da was tun darf, dann mache ich das auch. Genau. Ja, ich habe jetzt für mich gerade überlegt, wie ich jetzt den Bogen kriege zu dem, was ich eigentlich sagen will oder was mir so jetzt im Kopf rumgeht, auch so zu dem Thema. Und da muss ich so kurz so ein kleiner Vorspann. Ich habe vor, ja, das ist jetzt vielleicht 5, 6 Wochen her, mal einen Vortrag auch gehört. Da ging es über verschiedene Stufen der Liebe oder Liebe. Und dann hat derjenige gesagt, Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Haltung. Und das ging mir so im Kopf rum und hat es dann auch noch so ein bisschen ausgeführt, auch in dem Sinn, dass man Menschen versucht, oder in ihrem So-Sein oder in ihrer Ganzheit so zu erfassen. Und ja, für mich ist es auch so, dass ich das eben auch versuche, es so auf meine Umwelt, also jetzt auf meine Mitwelt, Menschen, Tiere anzuwenden, jetzt in Anführungszeichen, und auch auf meine Umgebung. Also wir haben ja auch einen sehr großen, einen anwesenden, größeren Garten. Das war mir eigentlich immer so auch so ein bisschen eine Last. Ein riesen Gewächshaus und Beete. Und dann hat mein Mann letztes Jahr für die Bienen eine ganz große Blumenwiese angelegt, die in dem ja total schön war. Und ich habe aber total geschimpft gehabt, weil ich gesagt habe, Mensch, noch mehr Arbeit und dies und jenes. Und das ist aber so, dass ich das mit der Haltung, dass mir das so mich so beeindruckt hat und dass ich aber auch merke, dass wenn ich meine Haltung ändere, dass ich sage, das ist ja auch alles total schön und jetzt und nicht nur so die Arbeit sehe und das, da ist so was am Wandel. Und das gefällt mir
ganz gut. Und wo ich auch so das Gefühl habe, das ist so ein Aufnehmen oder so ein in Kontakt gehen mit der Mitwelt. Und ich bin ja von meinem Typ eher so, dass ich so ein bisschen distanziert oder zurückgezogen bin oder erstmal so beobachte. Und das sind für mich so kleine Experimente, wo ich sage, ja, das ist, ja, das gefällt mir einfach. Und da so eine Veränderung wahrzunehmen. Oder ich war jetzt auch viel mit meinen Enkelkindern beieinander, wo ja auch nicht alles irgendwie so unproblematisch ist. Und da einfach gucken und spüren und ja, nicht mit Aktionismus daran zu gehen, sondern tatsächlich ja, dieses Schauen und Wirken lassen. Und ich merke, dass das schon auch was tut mit meiner Umgebung und auch mit mir. Und das ist so das, was ja mein Tagesgeschäft auch, da mit solchen Dingen zu gehen, also neben anderen Sachen auch. Und genau, also das, mein Stichwort ist so die Haltung, mit welcher Haltung bin ich in der Welt und gehe ich mit meiner Mitwelt um, mit meiner Umwelt. Genau, Punkt, Punkt. In dem Sinne. Bin ich wieder weg. Ah, jetzt habe ich mich vertippt. Haben wir schon zwei Sachen, Vorbild und die Haltung, Liebe als Haltung. Stimmt, das Thema Haltung ist dahinter. Wobei die Liebe manchmal ein bisschen lustige Züge annehmen kann. Wir haben ja auch da in Oberösterreich einen größeren Garten und da habe ich auch die Blumen wachsen lassen und dann waren am Anfang so drei so orange Blumen, haben wir gedacht, oh, die müssen unbedingt aussamen, dass sie mehr werden. Und dann wurden sie mehr und inzwischen ist ein Drittel von der Wiese von diesem wunderschönen Habichtskraut bedeckt und ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Ich hatte dann nebenbei auch eine Plantage von ganz vielen wilden Glockenblumen. Das sah wunderschön aus. Und wenn da keine Tiere sind und so, ja, jetzt wächst dort hauptsächlich Habichtskraut und kein Gras mehr. Jetzt weiß ich noch nicht, wie das weitergeht bei mir. Gibt es da Erfahrungen? Ja, solche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Bei mir war jetzt das Jakobskraut, das Jakobskreuzkraut, das von letztem Jahr auf dieses Jahr wirklich alles überwuchert hat und jetzt ist mein Johanniskraut weg. Und deswegen habe ich jetzt das andere schon doch fast ganz mit der Wurzel rausgerissen. Ja. Und die Haltung, das finde ich sehr schön, Erika, dass du das gesagt hast, die Haltung. Weil das ist das, womit ich hier bin, ne? Immer wieder da rumspazieren und von der inneren Haltung her, soll ich was tun? Was soll ich tun? Gibt es hier was zu tun? Gibt es hier gerade nichts zu tun? Immer wieder dieses Nachspüren. Was steht jetzt an? Was will die Natur? Was brauche ich? Was braucht der Mensch? Was braucht die Natur? Immer wieder dieses Nachspüren mit der Haltung. Das ist ja echt schön. Also ich finde das auch wirklich schön, dass man diese Haltung da kultiviert. Und für mich erinnert es dann immer an die morgendliche Gartenrunde, wenn man so eben, wie du gesagt hast, Marie-Rose, schauen, was könnte man jetzt machen, schauen, was passt für die Natur, schauen, kann ich da noch durchgehen, muss ich da ein bisschen roden, damit ich wieder durchkomme. Und ja, also das ist einfach ein wunderschöner Austausch, der überhaupt nicht auf sprachlicher Ebene funktioniert. Das finde ich jetzt spannend, weil das hat ja jetzt eine andere Wendung. Jetzt tust du es natürlich für für die Natur und alles, aber du tust es auch für dich, nicht? Weil das ja wunderschön. Ich finde es auch, ich gehe jeden Tag in den Garten und gucke, was die Tomaten so wuchsen. Das war ja wunderbar, ja. Und jetzt gucken sie so
dämlich aus der Wäsche. Also dann hat man richtig eine Trauer, ne? Oh, die waren so schön und jetzt sind so, oh, jetzt muss ich sie rausziehen. Mm, das mache ich sehr ungern, ne? Und solche Sachen. Das ist wie, ja, wie eine Familie, für die du dann sorgst und die dir das aber auch wieder bringt. Also in dem Falle von Gemüsegarten halt, wenn tolles Gemüse rauskommt, das ist ja wie ein Geschenk. Ne? Ich hatte solche Trümmer von Tomaten zum Teil, ja. Und ja, und dann hatte ich so eine tolle, tolle Gurkenpflanzen, so ganz hochgewachsen, ganz viele tolle, lange Gurken dran. Und eines Morgens komme ich hin und da hat irgendwas, ich weiß bis heute nicht, wer es was, unten die einfach abgefressen, zwischen Wurzel und Stängel. Und da waren die alle vertrocknet. Und ich habe da tagelang drum getrauert, nicht? Um diese Pflanze, die sich so schön gemacht hat und sich gefreut hat, das interpretiere ich halt, ne? Dass sie da so hochwachsen kann und Früchte machen kann und plötzlich hing da alles da so und ja, und so vertrocknet. Ja. Das ist auch ein Sorgen für die Natur, aber halt in einer anderen Art und Weise. Und Sorgen benötigt Aufmerksamkeit. Liebe, hast du gesagt, Erika. Ja, das stimmt. Und was mir noch sehr gefällt, was die Josephine gesagt hat, das Wort Austausch. Also so wie du das jetzt auch geschildert hast, wenn du da zu deinen Tomaten kommst. Und ich habe jetzt da auch gerade dran gedacht, wenn ich dann ins Gewächshaus gehe, dann sage ich, sag mal, was macht denn ihr da? Braucht ihr jetzt da Wasser oder wie oder wo wächst ihr denn hin? Oder irgendwie so. Und das, ja, wie du auch gesagt hast, wie eine Familie oder ja, wo man auch redet und ja, Austausch einfach. Und ja, wunderbar. Da kommt mir sofort der Gedanke an das Bäume umarmen, nicht? Dass er ziemlich modern geworden ist und ja doch wahrscheinlich irgendwas bedeutet oder bewirkt. Aber ich würde noch mal gern zurück zu dem Vorbild kommen. Also offensichtlich habe ich jetzt die Stufe erreicht, dass es zumindest eine Aufmerksamkeit ist und ich sozusagen eine Wertschätzung auf eine gewisse Art kriege. Aber das ist ja, also Ziel kann ich nicht sagen. Also weder die Wertschätzung ist das Ziel. Aber was braucht es, damit Leute dann ja vielleicht selber auch was tun, beziehungsweise nicht, der erste Schritt eben nicht mehr tun, nicht mehr ihre Zigarettenstummel da reinschmeißen, nicht mehr ihre Hunde da durchjagen, nicht mehr, es wäre ja der erste Schritt sozusagen für mich und der zweite wäre dann, oder ein anderer Schritt wäre dann, ja, also selber eben mal für die Leute, die hier wohnen, zu sagen, weil ich habe ja jetzt auch dann wochenlang nicht gegossen, wenn ich auf Reisen war, ja, ich war ja jetzt, also gerade im Juli, August zweimal relativ lange weg, also na, dann passiert eben leider nichts, ja? Dann hängen die eben da und verdursten. Aber deshalb mich jetzt abhängig machen, das möchte ich halt auch nicht. Also das sind so für mich Fragen, also kann ich was tun, außer einfach vor mich hinzutun, in der Hoffnung, dass irgendwann da oben im Gehirn irgendwas Klick macht oder ja, das wäre jetzt mal so eine Frage für mich. Habt ihr da Ideen, Erfahrungen? Ideen habe ich. Ein künstlerisches, du bist der Künstlerin, Schild hinmachen und sagen, irgendwie das kurz beschreiben und sagen, könnt ihr bitte, wenn ich nicht da bin, auch gießen oder irgend sowas. Und vielleicht der eine oder andere wird da erstmal aufmerksam. Ich finde es ja schon toll, dass ein paar aufmerksam geworden sind. Aber vielleicht sehen sie es nach wie vor noch nicht. Und wenn da aber ein schönes Schild hängt, dann lesend haben, ist ja so irgendwie so eine Art Reflex, ne? Dass man dann hingeht und guckt, was steht denn da drauf. Und vielleicht kannst du das dadurch verstärken, das aufmerksam werden. An jedem Schild, jedem Baum vielleicht ein anderes nettes Schild. Idee. Also bei uns ist rund um manche Bäume, das ermöglicht auch die Stadt Wien, kannst du was anlegen, wenn du willst, Blumen rundherum. Und das ist ein bisschen eingezäunt und da steht dann, dieses wird gepflegt von sowieso.
Und das schaut wirklich hübsch aus. Also es sind, wir haben in der Gasse vielleicht so vier, die das machen. Und ja. Und bei uns ist natürlich der städtische Betrieb sehr intensiv. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der Operndirektor vis-à-vis wohnt, aber bei uns wird also alles gekehrt und geputzt und gegossen. Also es ist wirklich unwahrscheinlich, ja. Aber angenehm auch natürlich. Sehr angenehm. Was flattert denn Geht jetzt hinter nur. dir, Monja? Da ist es wie, als wenn jemand die weiße Fahne hissen würde. Hast du das Fenster Nein, aufgeklappt? das Mach ist doch der mal. Ventilator und ich habe Ach ein Tuch so. vorgegeben mit einer Duft, Raumduftspray und dass ich ein bisschen Luft habe. Ja, nein, es ist noch, also es hat schon noch 26, 27 Grad, das ist mir noch zu heiß eigentlich. Ich merke, Okay, ja, von hier schaut es so, Welke wenn jemand. so dahin irgendwie. Okay. Also ich gieße nicht nur die Bäume, ich mache genau, also ich sehe auch was, also ich sehe mehr, weil es, glaube ich, einfacher ist, als gekaufte Pflanzen also dann einzugießen, bis die dann angewachsen sind. Also das mache ich auch bei diesen, das ist von, ich sag mal, der kleinste sind so anderthalb, 2 Quadratmeter und die größte Baumscheibe, heißt das ja wohl, sind fast 10 Quadratmeter. Also das ist schon. Das sind dann schon Flächen. Also nicht zu vergleichen mit euren Gärten. Ich weiß, also mit, wie war das, 10 Hektar und, oder 2200 Quadratmeter, okay, aber ja. Ich habe noch eine Idee. Hau Einfach rein. schwarz einen kleinen Zaun rummachen und gucken, ob die Stadtverwaltung was sagt. Und vielleicht wird die ja dann auch aufmerksam und sagt, ah ja, das ist ja was, was man machen könnte. Und dann vielleicht irgendwie dich dafür einsetzen. Ich höre, dass das in Wien so offiziell ist. Warum sollte das nicht vielleicht zumindest in bestimmten Bereichen in Berlin auch offiziell gemacht werden können? Zumal du sagst, du bist im Regierungsviertel. Wäre ganz schön, wenn das nicht so verkommen aussieht, nicht? Und was, man weiß, was da für Möglichkeiten drin sind. Ja, die Idee hatte ich auch schon und da muss ich jetzt mal gucken, ob ich ein paar Männer aktivieren kann, weil da, also von diesen, es gibt ja nicht nur diese Europaletten, sondern auch so Kosten, also angepasste sozusagen, die eben nicht Europaletten sind, Holzpaletten und dass man daraus, ja, was macht. Du kannst ja mal den Stadtreinigungsmensch anhauen und fragen, was er so dazu sagt. Vielleicht kann er dir ein paar Tipps geben, wie man da vorgehen kann. Ja, aber er sagt, das gibt es wieder ein anderes, ein Amt dann, also erst beauftragt von der Stadtreinigung, den Müll wegzusammeln und direkt die Bäume, das macht wieder das Grünamt. Also das ist wieder, ja, Okay. Verwaltung. Ich habe es nicht angemeldet, dass ich das pflege und mache, weil ich wollte auch keine Verpflichtung und mich nicht einschränken mit Reisen. Aha. Weil, ja, weil, naja, wie eine alleinerziehende Mutter, wenn du dann alles machen musst, also das ist eigentlich nicht so meine Idee. Also ich übernehme gerne auf der einen Seite Verantwortung, aber das, was dann gemacht wird, dann, dass du dann verantwortlich gemacht wirst, weil du es dann nicht machst, den Schuh will ich mir auch nicht anziehen. Ich will mich jetzt nicht sozusagen zur alleinerziehende Mutter machen im übertragenen Sinne. Ja. Naja, ist ja so. Also in München ist es auch so, dass manche, die so Baumscheiben pflegen, dann einfach einen kleinen Zaun drumherum gemacht haben und vielleicht sogar ein Schild dazu, Hundebesitzer, bitte lasst eure Hunde nicht unbedingt hier ihr großes Geschäft machen oder so. Und ich keine Ahnung, wie sehr das respektiert wird oder so, aber es ist schon auch immer ein Hingucker. Also man sieht, da kümmert sich jemand drum. Und das ist nicht zufällig so geworden.
Obwohl das große Geschäft ja eigentlich nicht ganz so verkehrt ist, nicht? Es ist ja auch Dünger. Müsste nur ein Ja. bisschen abgestanden sein und nicht gerade. Und vor allem nicht in diesen Mengen wahrscheinlich. Ja. Und vor allem, wenn man es dann pflegen will und dann langt man irgendwo hin, wo man irgendwie geht. Ja. Ein anderes Beispiel zum Thema liebende Haltung, weil jetzt immer so bei den Pflanzen. Und ich war jetzt gerade, meine Tochter ist ja heuer Sennerin auf der Alm und hat ihre Kinder mit. Und die Johanna, die ist 8. Und die hat gerade, jetzt haben sie zwei junge Kälber da oben und die Kälber dürfen eh bei der Mutter trinken, aber die werden von der Mutter getrennt, dass halt noch ein bisschen Milch übrig bleibt für den Käse. Jetzt dürfen die nur zur Melkzeit trinken und sonst sind sie getrennt. Und die Johanna hat begonnen, also ihre liebende Haltung völlig auf dieses eine Kalb, das ist so ein richtig kuscheliges Kalb. Dann sagt sie wieder: Mama, ich mache jetzt Mittagspause mit dem Odin. Und dann kuschelt sie sich an das Kalb und legt sie drauf. Und das Kalb schmust mit ihr. Das ist so lieb. Ja. Das andere Kalb ist ein bisschen schüchterner, aber also da kann, als Kind, da machst du das einfach aus der Emotion raus, gell? So dieses gewisse Muttermangel, der dann doch untertags manchmal auftritt, der wird dann erlöst. Ja. Und für die Kinder ist natürlich auch nett, einfach die Tiere als Spielgefährten zu haben, das hat ja schon was. Ja. Ja, über Tiere haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nicht? Also ich finde Die meine. Eichhörnchen von Munja. Ach doch, stimmt, ja. Aber für mich war so eine Frage eben auch, was, auf welcher Stufe mache ich sowas? Also ist das jetzt abhängig von der Entwicklungsstufe, wann ich mich für sowas einsetze? Glaube ich nicht unbedingt. Kann. Also, dass man so, wenn man in Grün ist und sich mehr um Umwelt und sowas kümmert, kann schon sein. Aber es gibt ja doch Bauern, die ganz traditionell sind und sich kümmern. Und wenn du so denkst, in manchmal die schöner, wie sagt man, wie hieß das immer, der schönste Ort oder irgendwas, wo sie da Blumen noch und nöcher in ihren Ort gemacht haben, damit er schön aussieht und so. Und die sind sicher nicht alle grün. Also vielleicht in beige wahrscheinlich eher nicht, weil du da was anderes zu tun hast. In purple unter Umständen doch. Rot möglicherweise auch weniger, weil es sei denn, es bringt was. Das ist ja interessant, in den kollektiven Stufen. Dass man da eher drüber sorgt, Ah, drum sorgt, ja, das ne? macht auch Sinn. Das macht natürlich Sinn. Ja, klar, ist ja was fürs Kollektiv. Was nicht heißt, dass vielleicht Tierleute sich auch um Tiere und Pflanzen kümmern, ne? Das ist ja dann keine kollektive Stufe. Ja, spannend. Also ich denke, dass sich die Menschheit ja gar nicht so entwickeln hätte können, wenn das nicht total auch im Menschen angelegt wäre. Also dieses sich um andere kümmern, ob das die Kinder sind oder um die Sippe, um das drumherum. Und das, denke ich mir, ist schon in uns angelegt. Wir heben das halt jetzt auf eine bewusste Stufe oder wir diskutieren das jetzt auf unserer Stufe halt bewusst. Aber ich denke mir, dass das nichts so absolut Besonderes ist. Vielleicht langsam in unseren Zeiten schon, wer weiß. Aber das ist ja das eigentlich, es geht ja nur so. Was denkst du darüber, Marie-Rose? Ja, ich habe gerade gedacht, also mit der Agrarwirtschaft, respektive mit den gezähmten Haustieren, die waren schon als erster Linie, waren die da, um den Menschen etwas zu geben, ne? Also, und jetzt gibt es diesen großen Unterschied, einerseits diese Massenbetriebe, die auch wieder nur wirklich ausgebeutet werden, und auf der anderen Seite diese Haustiere, Menschen, die mit Katzen und Hunden dermaßen, für meine Begriffe auch so übertrieben,
das liebe Tierchen und gleichzeitig esse ich den Steak da auf meinem Teller, das aus irgendeinem Massebetrieb kommt. Das ist schon für mich sehr abstrus, das zu sehen. Also bei mir im Garten, da sind eben auch, kommen immer wieder Tiere. Jetzt hat mein Nachbar da einen dicken, fetten Dachs gefilmt nachts, der da rumkommt. Also die sehen ja wirklich, ich habe den noch nicht so im Ganzen so gesehen, wie der so langsam da rumgeht. Ne? Wir haben immer wieder mal Rehe, die da rumspazieren und auch Füchse, weil wir haben unsere Gärten am Rand des der Ortschaft eben sind. Ne? Und gestern habe ich einen grün-gelben Specht gesehen, der keine Angst hat. Ich lag ganz still im Liegestuhl und der ist da gehüpft und auch länger auf einem Ast geblieben, sodass ich den richtig schön schauen konnte. Ne? Und ja, Eichhörnchen sowieso, aber gut, die Vögel haben mir auch, und das habe ich auch den Specht im Verdacht, die haben mir die ganzen Haselnüsse gefressen, gell? Und das nicht zum ersten Mal, gell? Also ich war dies Jahr wirklich, habe ich genau geachtet, wann fangen die an, irgendwie so ein bisschen reif zu werden. Und dann habe ich untenrum schon mal alles abgepflückt, ohne dass es ganz reif war. Von oben habe ich nichts bekommen, da fällt nichts runter. Da fallen nur so Haselnüsse mit dicken Löchern drin, die die Vögel reingepickt haben, ne? Runter, sowas. Aber das ist dann eben auch der Preis von den Tieren, die hier sind. Ja. Genau, bei mir sind die Elstern im Feigenbaum und fressen die Feigen ab. Das ist halt so, ne? Ja, die Elstern sind schon besonders frech, ne? Also die legen sich besonders gut ab an, um möglichst viel zu bekommen, ne? Ja. Sind ja auch groß genug, die kriegen so mit zwei Picken, Picken, wie sagt man denn da? Zweimal picken, kriegen die so eine Feige klein, ja. Ja. Und in meinem Teich, die vielen kleinen, das ist auch für mich so ein Gewinn, da beobachten zu können, was es da im Laufe der Jahre eben gegeben hat. Ne? Mhm. Wenn es Froschlaich oder Krötenlaich gibt und die Molche, die für Kinder wirklich so was Schönes sind, ne, wo die alle begeistert sind, aber auch die vielen anderen kleinen Dinger, lebendigen Wesen, die da in so einem Teich drin sind. Und wenn die Molche so richtig klein so sind und noch ganz durchsichtig, all das konnte ich da beobachten und habe mich einfach gefreut, dass da so viel im Laufe der Jahre eben, dass da so viel drin ist. Ja. Da kommt mir auch der Gedanke, die Freude und die Liebe wieder entdecken an diesen Dingen, ja, durch die Beobachtung. Okay. Ja. Durch das Lauschen, durch das Zuhören, Zuschauen, nicht? Ja, wir hatten auch mal eine Eule da, ein Uhu, also mit richtig den richtig großen. Einmal, der hatte zwei kleine und dann hat man immer gesehen, wenn die Mutter weggeflogen ist, hat sie dauernd trotzdem Kontakt gehalten über Geräusche, ne? Mit den Kleinen haben wir Kleinen gesehen und dieses Geräusch, wenn diese großen Flügel da, wenn die weggeflogen ist, wenn ich da unverhofft da kam und sie ist dann weggeflogen, das fand ich auch fantastisch, ne? Aber das war ein Jahr und dann ist im nächsten Jahr, die kommen dann trotzdem nicht unbedingt wieder, ne? Die sind dann vielleicht nächstes Jahr ganz woanders. Tja, während die Schwalben wiedergekommen sind, nur wenig, und jetzt dieser Tage werden sie wieder wegziehen. Dann ist schon wieder vorbei, das Jahr. Wir gehen auf den Herbst zu und auch auf den Herbst unseres Treffens sozusagen, auf das Ende. Ja, wollen wir noch kurz so jeder ein kurzes Statement von sich geben, mit weitergeben? Also ich kann ja anfangen, ich finde es immer wieder sehr erfrischend und auch wo wir hingeraten. Jetzt sind wir bei den Uhus gelandet. Sehr schön. Ich gebe weiter an die Birgitta. Nicht Brigitta. Brigitta ist in der Sonntagsrunde. Vielleicht solltest du dich entstummen, bevor du redest, denn dann hören wir es auch. Ich muss jetzt noch ein bisschen nachdenken. Ich habe noch nicht so richtig ein Schlussstatement. Vielleicht kann da wer anderer einspringen, die schon eins hat. Marie-Rose, hast du schon eins?
Ich habe gerade gedacht, der Gewinn für mich ist tatsächlich, dass ich mir nochmal bewusst geworden bin, in welchem Paradies ich hier gewohnt habe. Bei mir fallen dann jetzt noch andere Tiere ein, die da sind, die Fledermäuse, die immer da sind, und die Schwalben, die im ganzen Schwarm da in Weiher trinken kommen. Ja, und mir ist, das ist gerade im Moment für mich schön, mich zu sehen, was ich für ein Glück habe in verschiedenen Lebensbereichen, ne? Ja, dann gebe ich weiter mal an dich, Erika. Sorry, jetzt, ich vertippe mich immer. Ich habe jetzt gerade an so einen Satz gedacht, der mir jetzt nicht mehr ganz einfällt. An das, was wir auch so gesprochen haben. Also alles ist lebendig und dann kommt noch was und gibt Antwort. Und das finde ich eigentlich ganz schön, auch dieses, wenn man in Austausch geht, dass dann auch eine Antwort kommt. Und genau, das wäre so meine Schlussüberlegung. Genau, dann wünsche ich euch noch eine ganz gute Nacht und ich gebe weiter an die Ramona. Danke, danke. Ich schließe mich Marie-Rose an. Ich habe gemerkt, dass explizit jetzt nochmal drüber reden hier, mir dann nochmal viele andere kleine Szenen so bewusst wurden, die so im Alltagsgeschäft irgendwie untergehen. Und auch als du gesagt hast, mit den Tieren. Als ich im Sommer, als es eher hell wurde als jetzt, da bin ich irgendwie 4:30 raus und habe den guten Fuchs gesehen, also mitten in der Stadt. Es ist unglaublich, was hier auch in der Stadt an Tieren, also man muss halt so, wie du sagst, der Dachs, ja, also mitten in der Nacht, man muss halt zur richtigen Uhrzeit aufstehen, um gewisse Tiere dann auch zu erleben. Also wie reichhaltig die Natur eigentlich ist, dass man ja wirklich hingucken muss, also achtsam sein muss, beobachten und was man dann eigentlich alles sehen kann, also wie vielfältig das auch alles ist. Also und ja, die Stadt hat ihre Macken, aber sie hat eben auch ihre schönen Seiten. Also und ja, wenn wir alle ein bisschen was dazu beitragen, eben nicht den Müll wegschmeißen und auch mal irgendwie einen Schluck Wasser gießen oder mal eine Blume pflanzen, ja, könnte das Leben für uns alle viel lebenswerter sein, viel mehr Qualität haben. Also, ja, war fein. Ich danke euch, dass ihr das Thema aufgenommen habt und hat mir nochmal, auch Erika, dass du sagst, die Haltung der Liebe, das fand ich auch nochmal interessant und den Aspekt hatte ich gar nicht gesehen. In mir war bisher nur diese Vorbildgeschichte klar. Danke euch. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und kommt gut in den September. Ach so. Sehe ich alle? Warte mal, hier sehe ich irgendwas nicht. Victoria, du darfst ein Abschlusswort sagen, wenn du schon stumm bist. Ja, die hat sich hingelegt, Ach hat sie so. geschrieben im Chat. Also die, Ach so. ja. Dann mach du weiter, Monja. Ja, ich habe eigentlich nichts mehr viel zu sagen. Ich merke schon, dass ich sehr müde bin. Das ist einfach die Hitze. Und die Haltung der Liebe fände ich insgesamt also auch ein schönes Thema, wenn wir mal länger darüber reden könnten. Und ja, das Wasser im Brunnen wird hoffentlich bald aufgefüllt wieder werden. Ich gebe weiter an die Anna Lisa. Dankeschön. Ja, mich hat es, haben eure Erzählungen von den Begegnungen im Garten, haben mich sehr berührt und da ist mir eingefallen, dass das bei mir tatsächlich auch schon fast automatisch geht. Also ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mit irgendeinem kleinen Grashüpfer rede, den ich zufällig entdeckt habe, oder auch mit einem Baum, der Früchte trägt und
Überrascht höre ich mir dann selber dabei zu, wie ich so einfach liebevolle Worte aus meinem Mund rauskommen. So, boah, du bist aber ein schöner Baum, was hast du für wundervolle Früchte dieses Jahr gebracht oder so. Oder auch bei dem Grashüpfer, der da auf meinem Besen saß, ja, wo kommst du denn hier? So, was machst du denn da? Aber das ist irgendwie lustig zu beobachten, wie das von ganz alleine inzwischen geht. Ja. Genau, und dann gebe ich weiter an dich, Birgitta. Ja, ich habe mir jetzt gerade gedacht, also diese Haltung der Dankbarkeit, wenn man was ernten kann oder wenn man da die Tiere beobachten kann, das ist einfach was Schönes. Und wenn ich da so durchgehe und die Tomaten und Zucchini und was halt gerade an dem Tag ist und das dann so als Stillleben erstmal auflege, das ist einfach so was Schönes. Das ist wie ein Kunstwerk, was halt entsteht und nicht ein Mensch macht oder doch der Mensch irgendwie dazu beiträgt. Und diese Mischung, die finde ich auch sehr schön. Und das mit der lebenden Haltung, das ist mal eine Erinnerung und vielleicht auch ein gutes Thema. Ja. Und das war halt ein ganz netter Austausch, einmal ganz eine andere Ebene für mich, so mit Tieren und Pflanzen und war irgendwie so ganz belebt und fröhlich. Danke. Die Adler, Ja. du hast noch nicht, gell? Du hast noch nicht ausgecheckt, oder? Ich glaube eigentlich alle, oder? Hast du auch schon? Ich habe auch schon, aber ich sage noch ein Schlusswort, weil du gesagt hast mit Tieren und Pflanzen und wir sind ja die Frauen am Brunnen und sowohl Tiere als auch Pflanzen brauchen uns, die wir das Wasser aus dem Brunnen ziehen und weitergeben, nicht? Und Viktoria, wollte ich sagen, du hast ja noch den Tag vor dir. Ich wünsche dir alles Gute und dass es dir besser gehen möge. Und euch allen wünsche ich eine gute Nacht und bis bald. Ciao, ciao.